Das ist eine wirklich aktualisierende Frage, eine elektrisierende Frage, denn spontan würde man antworten, die ist nicht aktuell. Das ist doch diese Frau mit den riesigen Hüten und den unglaublichen Röcken und außerdem kennt die doch gar niemand mehr und infolgedessen kann sie ja gar nicht aktuell sein. Und wenn man sie liest und wenn man sich da reinbegibt, stellt man fest, sie ist in allen Punkten absolut aktuell. Das ist völlig verrückt, als lebe sie in unserer Zeit und hätte unsere Fragen. Zum Beispiel, ich sage gleich mal ein Beispiel, kommt von ihr der Begriff revolutionäre Realpolitik. Was meint sie damit? Es hört sich ein bisschen kompliziert an und gleichzeitig revolutionär wäre. Da möchte man vielleicht nicht damit getroffen werden. Das erste Mal, als ich das vorgestellt war, wurde das gleich übersetzt und jemand sagte, jemand Wichtiges sagte, lass uns doch lieber radikale Reformpolitik sagen und nicht revolutionäre Realpolitik. Aber sie meint genau dieses, sie meint, Politik muss auf ein fernes Ziel gerichtet sein, wohin man eigentlich möchte, was man sich für die Gesellschaft erhofft, wo man Unterdrückung sieht, wie dieses überwunden kann. Das ist das Revolutionäre, aber das ist das Fernziel. Aktuell kann man so nicht Politik machen. Man kann nicht wie die 68er-Bewegung durch die Straßen gehen und sagen, wir schaffen jetzt die Polizei ab und überhaupt jede Ordnung und so weiter. Sondern man muss Realpolitik sein. Man muss in die Parlamente gehen, weil das die Form des Politischen zurzeit ist. Man muss Forderungen aufstellen, die hier und heute realisierbar sind, die die Menschen erkennen als solche, die sie auch haben könnten und die ihnen helfen, bessere Bedingungen zu erstreiten. Die aber wiederum sollen nicht reformistisch sein, in dem Sinn, dass sie alle satt sind, wenn sie diese eine Forderung haben, zum Beispiel 10 € mehr im Monat und dann ist gut, sondern in sich die Kraft haben, auf das Fernziel weiterzuschreiten. Das ist dann revolutionäre Realpolitik. Und sie benutzt diesen Begriff nur ein einziges Mal in ihren ganzen Werken. Ich habe überall gedacht, es ist immer zu. Nein, einmal, das schreibt sie dann in etwa jetzt auswendig gesprochen. Erst Marx gab uns die Erkenntnismittel zu sehen, wohin wir eigentlich gehen wollen, in welche Gesellschaft wir wollen. Und also das Fernziel vor Augen zu haben, dass jeden einzelnen Schritt unsere Reformpolitik orientieren muss. So, das ist ja einfach ein schlichter Satz. Aber doch, wenn man dann sie studiert und im Einzelnen sieht, was sie gemacht hat und was das für uns bedeuten würde, merkt man es total aktuell. Das Zweite, was jetzt außerordentlich aktuell ist, ist das sogenannte Landnahmetheorem. Das wird jetzt ganz weit weg von Luxemburg diskutiert, als hätte das wer anders erfunden. Aber das ist bei ihr sorgfältig ausgeführt, sowohl in dem dicken Buch zur Akkumulation des Kapitals, also das große Akkumulationsbuch, Band 5 ihrer vielen Bücher. Und das bedeutet sehr schlicht gesprochen, Kapitalismus, der ja in sich die Notwendigkeit hat, immer mehr, also das Wachstumsmodell braucht immer mehr. Er kann nicht existieren, ohne sich stets zu vermehren. Und das ist aber eine Produktionsweise, die geht so nicht, weil ja die Erde endlich ist, die Arbeiter sind endlich. Die Kräfte sind endlich und gerade jetzt in der Ökokrise, in der Klimakrise, in den verschiedenen Krisen merkt man, das geht nicht. Das kapitalistische Modell, was auch Marx schon vorgeführt hat, das geht nicht. Es geht nicht immer weiter Wachstum. Dann werden alle Ressourcen verbraucht und dann können auch die jetzt dort lebenden Menschen nicht mehr existieren. Also ist das kein haltbares, kein nachhaltiges Modell des Wirtschaftens. Also schließt sie daraus oder setzt sie dem voraus geradezu, Kapitalismus
muss um sich herum ein Milieu haben, welches nicht kapitalistisch ist. Und dieses, sein Wachstum besteht dann darin, sich das einzuverleiben. Und dann werden die nicht kapitalistisch natürlich immer weniger. Aber es kann nicht sein, sie können nicht ihre eigenen Märkte immer weiter ausdehnen, ohne andere Produktionsweisen sich unter und einzuordnen. Und das ist doch eine Erkenntnis, also wie eine Münze. Man kann es sofort verstehen. Jeder kann das verstehen. Das kann man Menschen vermitteln. Die können das in ihrem eigenen kleinen Vorgarten prüfen, und wie das ja geht. Und gleichzeitig erklärt es, wie schrecklich katastrophal es ist und wie die Endlichkeit der Ressourcen der Erde, der alles immer auf einen neuen Krieg zusteuert. Und auch dieses ist lediglich jetzt auf eine merkwürdige und geradezu tragische Weise ausgebremst, weil die Corona-Krise eine ist, die das Wachstum bremst. Es geht zurück. Man kann nicht weiter kapitalistisch produzieren, und alle die verschiedenen Produktionsstätten machen Bankrott, geben auf. Die Regierung muss versuchen, sie abzuhalten, muss sie unterstützen, muss sie verstaatlichen und dann wieder das Staatliche wieder zurücknehmen. Es ist eine modellhafte Weise im Augenblick, wie man diese einzelnen Elemente alle sehen kann. Und infolgedessen ist auch dieses bei Rosa Luxemburg schon zu studieren und wurde auch von Feministinnen studiert. Solchen, das muss ich selbstkritisch sagen, die ich irgendwie falsch fand. Möchtest du die auch hören, wie die ersten Feministinnen Rosa Luxemburg als höchst aktuell in ihre Theorien aufnahmen und was sie daraus gemacht haben? Also die Frage, nämlich die hier auch auf unserem Zettel steht, ist, was wäre eine luxemburgische Analyse der gegenwärtigen Krise? Und da du damit jetzt gerade schon angefangen hast, denke ich, wir machen da einfach mal weiter. Also wenn du dir das überhaupt vorstellen kannst, aber du kannst wahrscheinlich. Ich habe jetzt gerade angefangen, über die Corona-Krise zu sprechen, die ja die normalen Kapitalgesetze und dieses unendlich auf Profit und Wachstum orientierte der Ressourcenverbrauch und die Klimakatastrophe praktisch mitproduzierende Produktionsweise, dass sie unmöglich ist und dass man das bei Luxemburg alles lesen kann. Aber diese Frage, die du gerade stellst, was wäre eine luxemburgische Analyse der Krise? Als ich angefangen habe, mir zu überlegen, das war eine sehr, darf ich das zwischendurch erzählen? Ja, natürlich. Das war ein völliger Zufall eigentlich. Das war in den 70er Jahren, da hatten die Studentinnen der Universität Hamburg ein Frauenseminar erkämpft. Überall gab es schon ein bisschen Frauenseminare, aber nicht in Hamburg. Und die Hamburger Studentinnen kämpften viel wie Verrückten. Es waren ganz verschiedene, viele Lesbengruppen übrigens. Da habe ich das erste Mal gelernt, dass es Lesben nicht eigentlich als solche gibt, sondern ganz verschiedene Radikallesben und so andere Reformlesben und noch andere. Aber alle haben sich zusammengeschlossen und haben ein Frauenseminar erkämpft. Und dann kriegten sie keine Dozentin dafür. Also ein Frauenseminar erkämpfen heißt, man kann dort einen Schein machen und sein Studium weiterführen. Und sie fanden natürlich keine Professorin an der Universität, die das für sie befriedigend gemacht hätte oder überhaupt bereit war, das zu tun. Und dann standen sie eines Tages bei mir vor der Tür. Ich war nicht Professorin an der Hamburger Universität, sondern an der Hochschule für Wirtschaft und Politik. Das war diese, die an die Arbeiter gewerkschaftlich nach dem Krieg für sich gewonnen hatten. Da durften die Widerstandskämpfer, sollten da einen Platz finden, die dann durch den Krieg unterbrochen ihre Möglichkeiten niemals
zu vollenden konnten, die sollten dort eingestellt werden und lehren, also sowas wie eine Akademie der Arbeit. Das passierte natürlich nicht. Der erste, den sie einstellten, war Schelsky, das war ein ziemlicher Reaktionär, aber darüber sprechen wir jetzt nicht. Sondern ich war also in dieser Universität und vor meiner Tür stand eine Studentin der Hamburger Uni, rollte sich mit dem Rücken ab und sagte, wir können Sie an sich nicht leiden, weil wir wissen, dass Sie weder eine Lesbe sind, Sie sind verheiratet, haben ein Kind und außerdem Marxistin. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Aber wir möchten, dass Sie trotzdem das Frauenseminar machen. Und er erzählte schnell sprechend, was das sein sollte und so. Und ich sah das ein, dass das gemacht werden musste und dass ich das machen müsste. Also ging ich dahin. Das war unglaublich. Das war sowas von voll und immer voller. Der Gang war voll, alles war voll. Die Frauen wollten ihr eigenes Seminar haben und ich musste jetzt überlegen, was mache ich mit denen? Marx kann ich auf gar keinen Fall machen. Das ist ein Mann in einem Frauenseminar. Das geht nicht. Also muss ich mal lesen. Zetkin fand ich überhaupt nicht angemessen. Muss ich mal überlegen, wer denn noch? Dann habe ich Luxemburg angefangen zu lesen. Unendliche Massen von Artikeln. Sie hat ja gar keine großen Werke geschrieben, nur die Krise der Sozialdemokratie. Das ist ein Teil eines Bandes und die Akkumulation des Kapitals. Und dann fand ich einen ganz kleinen Artikel von ihr, die Proletarierin. Und fing las den und die Sprache ging nicht. Überall war von Klassenkampf die Rede und eben Proletariat und Kapital, was mache ich bloß damit? Und wir haben den dann trotzdem gelesen. Das war eine unglaubliche Schulung für uns alle, für mich auch. Denn es gibt da drin so knappe, wunderbare Sätze, wie zum Beispiel, die kann ich immer noch auswendig, für die bürgerliche Frau ist ihr Haus ihre Welt, die proletarische Frau ist die Welt ihr Haus mit allem Jammer und allem Schrecken. Und eine Welt weiblichen Jammers wartet auf Erlösung und solche, das ist das luxemburgische Pathos. Aber da drin kann man sofort erfahren, welche Vorurteile haben wir, was wollen wir alles nicht sprechen, was decken wir zu mit der Weise, wie wir gegenwärtig Worte vermeiden und nicht dazu nehmen. Was heißt denn das eigentlich, ihr Haus und die Welt und das Verhältnis dazu? Und in solchen wunderbaren, kurzen Worten konnten die Frauen in wildem Tempo lernen, sowohl was mit Luxemburg ist, was mit der vordergründigen Politik, Sprache, mit Sprache umzugehen. Nicht einzelne Worte zu vermeiden, nicht sagen, klasse, oh Gott, das mit wollen wir nichts zu tun haben, sondern was ist denn da drin? Was steckt eigentlich in diesem Ansatz drin und wie können wir unsere Erfahrungen bearbeiten, dass wir auch auf eine so unglaublich leidenschaftliche, geradezu pathetische Weise ein ganzes Programm machen können. Und das nachgefragt, also das, ich kann mir das sehr schön vorstellen, ich lebte ja zu jener Zeit in Hamburg und ich erinnere mich an die Hamburger Frauenkneipe und ich, ja, genau. Aber das bringt mich jetzt doch nochmal zu der Frage, wie ist ihr Ertrag, also weil der Feminismus hat sich seitdem ja verändert, weiterentwickelt in verschiedenste Richtungen. Die Frage, worin siehst du Luxemburgs Ertrag für den zeitgenössischen Feministinnen? Also sie schreibt hier, die Frage ist sehr schön formuliert, worin siehst du ihren Ertrag für zeitgenössische Feminismen? Es gibt schon gar nicht mehr nur eine, es gibt einen Plural. Aber das ist doch genau so, wie ich gerade angefangen habe, dass sie zum Beispiel etwas, was wir sehr spät gelernt haben als Feministin, dass man mit Widersprüchen arbeiten muss. Wenn man die Dinge in Bewegung denkt, muss man sehen, wo sind sie widersprüchlich und die Seite, wo die Widersprüche weiterführen, aufnehmen und nicht konfrontativ alles überhaupt ablehnen oder so. Und da ist es zum Beispiel so,
das Parlament. Soll man wirklich in dieses Parlament, was man schon als bürgerlich erkannt hat, ist zwar eine bürgerliche Errungenschaft verglichen zum Königtum, aber wollen wir wirklich im Parlament sein? Und dann könnten wir das gleich empört ablehnen, aber nicht Luxemburg. Luxemburg lehrt uns, dass das Parlament die Form ist, in der wir unsere Widersprüche austragen und nach vorn bringen können. Im Parlament. Weil indem wir gegen das Parlament als bürgerliche Schwatzbude sind, so spricht sie das auch, ist es doch gleichzeitig das Terrain, in dem als einziges laut wird, worum es eigentlich geht. Sie schreibt die ganze Zeit, schreibt sie kleine Artikel und Reden und so weiter, und so stellt sie sich vor, ist es für uns doch auch aktuell auch. Wir sehen diese verschiedenen Probleme. Man kann sie ins Parlament bringen, man bringt sie in Tageszeitungen, man macht es wie du und schreibt dazu und macht kleine Sendungen und größere Sendungen. Aber in jedem Fall braucht man das Parlament als Bühne, in der man das Volk ansprechen kann. Jetzt hat man aber doch auch schon wieder dieses Problem, was wir im zeitgenössischen Feminismus als Hauptproblem haben, das Volk. Wer redet denn heute noch von Volk? Aber reden wir von Masse? Auch nicht. Masse geht auch nicht. Auch schon Verkehr zeigt uns, borniert, wir sind oben und unten ist die Masse. Aber Rosa Luxemburg ist da vollkommen kompromisslos. Sie spricht zu den Massen, weil sie die Massen als Menschen in Bewegung denkt. Das ist die Masse. Die Menschen in Bewegung aufgebrochen, selber und jetzt was? Die Regierung zu übernehmen. Aber natürlich können sie das nicht, weil niemand ihnen beibringt, wie man eigentlich regiert. Man könnte das irgendwo, für wo lernt man denn das? Man muss also probieren, es zu tun. Und sie spricht in allen ihren Texten so, dass sie zu dem Volk spricht, zu den Einzelnen, als säßen sie an der Regierung und müssten sich die Probleme anmessen, als würden sie sie selber lösen müssen. Und ich sehe kaum, dass wir etwas anderes tun, wenn wir Artikel schreiben oder so, als Menschen zu erklären, worum geht es eigentlich? Welche Interessen, jetzt deine Frage nach den gegenwärtigen Krisen, welche Interessen von wem werden denn wo verhandelt? Wer hat denn da welche Absichten und will nach was greifen, dann begreift man doch überhaupt nicht, worum geht es eigentlich jetzt in Belarus oder worum geht es, als zu sehen, welche Handelskriege, was ist denn eigentlich mit Deutschland so als Exportland? Es wird verlieren, es wird unendlich verlieren, wenn immerzu alle Länder drumherum in ein wir könnten ja sagen, wir sind sowieso nicht für diesen Türkei. Wie heißt jetzt nochmal der türkische? Erdogan. Wir sind sowieso nicht für Erdogan in der Türkei. Aber so geht es ja nicht, sondern welche Kapitale sind jetzt an welcher Seite mit ihm verbunden? Und wer zieht da dran? Und wo steuert das Ganze auf Krieg? Und wo können wir eigentlich eingreifen? Das können wir nicht, wenn wir nicht die einzelnen Interessen studieren und die Handelswege und was mit dem Export ist und wer jetzt auf der anderen Seite ist. Und wir sitzen da drin und sitzen vor unserem Schreibtisch und sollen plötzlich im China-USA-Konflikt entscheiden und diesen entsetzlichen Trump da drin sehen und sehen unsere Tageszeitungen. Ich lese jeden Tag die Frankfurter Allgemeine Zeitung, weil ich natürlich wissen will, wie sie sich die Welt zurechtlegen und nicht bloß wissen will, was unsere Eins in unseren kleineren Winz-Zeitschriften tut. Und das ist unglaublich schwierig, herauszufinden. Man kann es nicht emotional lösen. Man kann nicht sagen, ich bin aber sowieso für China oder gegen China oder mit Russland oder gegen Russland. Man, oder sowieso gegen Trump, dieses Ekelpaket. Aber sind wir dann für Biden
Joe Biden? Sind wir dafür? Oder wie machen wir das? Insofern ist doch Luxemburg vollkommen aktuell, weil sie grundsätzlich die Handelswege studiert. Solche Artikel schreibt, da weiß man gar nicht, warum liest man die denn? Wie viele Bruttotonnen gehen denn auf die Schiffe, die in diese Richtung gehen und mit was kommen sie zurück, um daraus die Analyse zu ziehen? Sie bereiten Krieg vor. Sie müssen Krieg vorbereiten, denn sonst würde das gar nicht sinnvoll sein, was sie tun. Und wenn ihr das ihr könnt das nachlesen, auch in dem Buch, da sieht man das im Einzelnen vorgeführt, dass das zunächst sich liest, als hätte das nichts mit uns zu tun. Aber es hat mit uns zu tun, weil es uns lehrt, wie wir die Wirklichkeit wahrnehmen und die Mächtigen und ihre Taten und wo Eingriffspunkte für uns wären, und die sind immer auf der Seite, dass wir über die Massen, über das Volk zu ihnen sprechen, als müsste es selber regieren und diese Fragen lösen. Und also tut sie etwas, was ganz unmodern geworden ist, nämlich sie lehrt, L-E-H-R-T, sie macht eine Schule aus der Politik. Und sie lehrt uns also, wie Politik zu machen ist. Und das ist total aktuell. Ich habe noch nichts gefunden, was nicht aktuell wäre. Das ist ein sehr wahrer Satz. Dann würde ich trotzdem noch mal, kannst du dir vorstellen, dass Rosa Luxemburg eine Analyse der Corona-Krise hätte? Tatsächlich dieser einen, also dieses, was wir jetzt in den letzten Monaten alle erlebt haben mit diesem plötzlich in den Stillstand gezwungen von Wirtschaftskreisläufen oder Wirtschaftsläufen, die unterbunden sind, von dem, was du vorhin angefangen hast zu beschreiben, dass der Staat plötzlich wieder eingreifen muss, weil Firmen pleite gehen und weil das ganze System damit durch ein kleines Virus zumindest in Frage gestellt wird. Hätte sie sich aus ihrer historischen Erfahrung sowas überhaupt vorstellen können, oder würdest du sagen, also sie ist klug und konnte vieles und man kann sie auf vieles anwenden, aber da ist die Grenze. Du möchtest nicht, dass ich jetzt eine Analyse der Corona-Krise als Luxemburg-Begeisterte selber entziffere, denn das müsste ich ja machen, wenn ich sage Luxemburg. Doch, das möchte ich, wenn du das möchtest, möchte ich das sehr gerne. Also das ist ja... Es geht ja nicht anders. Wir können sie uns ja nicht wieder lebendig machen. Wir brauchen dich dafür. Nein, sieh mal, die Wege habe ich doch schon gesagt. Sie prüft auf jeden Fall, wer hat was davon. Welche Kapitale sind jetzt auf der Suche nach neuen Absatzgebieten, nach neuen gesicherten Weisen? Was tut das Ölkapital? Was geschieht eigentlich mit dem ungeheuren Exportüberschuss, den Deutschland hat und der Deutschlands schöne, gesunde, reiche Wirtschaft befeuert? Wie kann denn dieses Land, das interessiert sie aber immer vom Weltmaßstab. Ja. Wir würden dann spontan sagen, glücklicherweise leben wir in Deutschland, was ich übrigens nicht tue, denn ich lebe jetzt gerade in Spanien und da sind die Karten völlig anders gemischt. Und da hat auch Deutschland eine ganz andere, ziemlich fragwürdige Funktion, weil sie ja dem spanischen Volk und Land und Staat das große Sparregiment aufgelegt haben, was ganz schlecht ist für dieses Land mit einer nicht so gut entwickelten Infrastruktur. Aber gleichzeitig müssen wir also als Weltbürger denken und müssen über alle Länder gleichzeitig denken, was geschieht in dieser Weise, in dieser Corona-Krise, die das Wachstum bremst, als Hoffende, als solche, sagen wir, müssen doch auch, wie Gramsci das sagt, Optimismus des Willens, Pessimismus der Tat, müssen wir doch aber gleichzeitig denken, gäbe es denn nicht auch aus der Corona-Krise
wirklich Positives zu lernen. Und da finde ich, gibt es mehreres. Eines ist, dass die mit weniger Wachstum es auch geht. Also dass das die Wachstumsbremse, die die Corona-Krise gebracht hat, ja nicht alles zum Zusammenbruch gebracht hat. Allerdings einen großen Umschwung doch. Viele sind zusammengebrochen, viele kleine. Und die Verstaatlichung und die Planung des Ganzen rückt irgendwie näher und als Möglichkeit. Und als zweites, was ich selber messe mir eigentlich nicht gerne an, ich würde das ganze Land, ja die Welt regieren, das ist mir zu groß. Aber ich spreche gerne mit der Bevölkerung, mit den Menschen. Und was mich da die Corona-Krise gelehrt hat, ist, ich war viel pessimistischer in Bezug auf das gesellschaftliche Bewusstsein, was die Einzelnen haben, was sie also bereit sind, zurückzustecken, wo sie bereit sind, diszipliniert Vorschriften, die man einsehen kann, zu befolgen, statt irgendwie das Ganze in eine Party zu verwandeln und zu sagen, ist doch uns egal. Nein, die Menge derer, die so ein entwickeltes gesellschaftliches Bewusstsein hat und denken konnte, hat mich richtig begeistert. Ich hätte das vorher nie angenommen. Als ich das Luxemburg-Buch fertig hatte, habe ich Vorträge gehalten, war ich eingeladen in den sogenannten ehemaligen sozialistischen Ländern. Das war übrigens eine abenteuerliche Erfahrung. Das sage ich noch in einem Nebensatz, weil ich war ganz verzweifelt, weil ich dachte, mein Gott, die kennen doch alle Luxemburg. Das ist ihr Leib- und Magenlektüre gewesen. Wie kann ich das ihnen denn noch bringen? Und dann dachte ich, ich mache es konfrontativ. Schon in der ersten Veranstaltung sage ich, was kennt ihr von Rosa Luxemburg? Und ich mache das ganz kurz. In jeder Stadt, in allen großen Städten, sagten sie ziemlich identisch dasselbe. Sie war eine Märtyrerin. Deswegen, sie wurde umgebracht. Deswegen gehen wir jedes Jahr auf den Friedhof und tragen einen Kranz. Punkt. Nichts, was sie gesagt hat. Nichts, wer sie ist. Nichts, was sie gedacht hat. Und ich konnte richtig Neuland betreten. So, weil dieses. Und dafür hatte ich Bilder gesucht. Weil ich dachte, ich mache so eine kleine Diaschau, dann kann ich die Theorie-Elemente immer dazwischen setzen. Und die Bilder waren so unglaublich wie das erste Cover, was für das argentinische Buch auch vorgeschlagen wurde. Hauptsächlich kostümiert Mode, die schon vergangen ist, sodass man sieht, es ist nichts Aktuelles. Hier ist irgendwie eine Modenschau am Werk, die ist ein bisschen komisch und witzig. Vor allen Dingen hat sie immer zu große Hüte an und ist selber zu klein. Und trägt sie. Und richtige, schöne Bilder, wo man sieht, was sie tut. Also sie entweder redet oder aber wo sie denkt, wo sie nachdenkt. So ein Bild suchte ich da drin und ich fand zunächst gar keines. Und ich bin sehr glücklich über das, was sie für das argentinische Cover gefunden haben. Da sieht man sie denken. Und man sieht auch sie leiden, leidend denken. Und nicht irgendwie so ein komisches, quatschiges mit so einem Riesenhut. Ich weiß nicht, ob ihr das, vielleicht solltet ihr immer eins mit so einem Riesenhut auch dabei haben. Ich habe Bilder über meinem Schreibtisch von Rosa Luxemburg und da denkt sie hauptsächlich und sieht auf diese Weise sehr schön und sehr human aus. Ja, ich habe ja auch keine gute Meinung zu dem Denkmal, was am Franz-Mehring-Platz steht, muss ich gestehen, in Berlin. Da sieht man auch vor allem Hut, aber das ist nur meine Privatmeinung. Ich weiß nicht, hast du das vor Augen, das Denkmal? Ja. Ich habe auch dazu geschrieben in dem Luxemburg-Buch, weil ich war in diesem Wettbewerb um das Denkmal für Luxemburg beteiligt und konnte auch alle Bedenken gegen ein solches Lachmal hat Dorothee Sölle, des Marx,
Marx-Statue genannt, ein Lachmal. Sehr gut. Ja, ja, ja. Wenn du eins hättest gestalten dürfen, wie hätte was wäre, also wäre es gegenständlich oder abstrakt gewesen? Und wenn, hast du? Also du siehst doch das Cover für mein deutsches Luxemburg, was ich gewählt habe. Da habe ich auch lange drüber nachgedacht. Ja. Und das ist die Kreuzigung, was ich dort gewählt habe als Malerei, als Bild. Du kannst ja. Ich habe es gefunden. Ja. Und es ist also konkret, abstrakt. Es will etwas. Und das fand ich angemessen für Rosa Luxemburg. Und es ist ungeheuer dynamisch und es ist ungeheuer viel gleichzeitig. Das ist genau ja das, was du vorhin auch beschrieben hast in der Besonderheit ihres Denkens. Dieses Voranschreiten, das eine tun, das andere nicht lassen. Das Fernziel, das Nahe, also das sind ja alles gegenläufige und spannungsvolle Bewegungen. Das ist, hat dich das inspiriert zu deinem, das ist jetzt ein Gedanke, der mir spontan kommt, der generkundete Weg? Ja, natürlich. Ja, natürlich, genau. Genau, das ist sofort da. Ja, dann kommen wir zu meiner Frage. Das ist meine Frage. Tatsächlich, du beantwortest die ein bisschen, ich habe ja das angefangen jetzt zu lesen, aber ich erzähle es trotzdem nochmal, es mag dann ja auch noch mehr darin geben, deine persönliche Beziehung zu Rosa Luxemburg. Also du hast sie auch spät für dich entdeckt, richtig? Und wie hat sich die über die Jahre verändert? Ich kannte Rosa Luxemburg selbstverständlich nicht, als die Studentenbewegung schon im Schwung war, und da war ich selber, der ich aus der Anti-Atom-Bewegung, also 10 Jahre früher komme, eigentlich schon gereift und politisiert. Und Rosa Luxemburg habe ich nie gelesen, weil sie in der Tradition der Arbeiterbewegung, wir fühlten uns selbstverständlich als Teil der Arbeiterbewegung, obwohl wir Studierende waren. In der spielte sie keine Rolle, sondern im Gegenteil, sie spielte eine negative Rolle. So allgemein das Urteil war, sie hat theoretisch nichts geleistet. Außerdem trug sie so unmoderne Hüte. Aber so etwa, und das, auf diese Weise sparte ich mir die unendliche Reihe von 1,5 Meter Bände ihrer Reden und Texte und musste die gar nicht erst lesen, das habe ich nicht getan. Erst als dieses Frauenseminar erkämpft war von den Studenten, das heißt, was der Zufall will, nicht? Und rings um mich gab es auch nur Menschen, die, obwohl wir ein großes marxistisch-historisch-kritisches Wörterbuch machten, niemals auf Luxemburg gekommen waren. Keiner. Weil wir das alle wussten. Sie hat theoretisch nichts geleistet. Warum sollen wir denn dann das Zeug lesen? Und wenn man anfängt, es zu lesen, ist es auch mühsam. Weil warum man immer aktuelle Zeitungsartikel lesen soll, die vor 100 Jahren aktuell waren und nicht jetzt. Und infolgedessen, ich habe das auch gar nicht versucht, habe das nie gelesen, sondern ich musste es versuchen, weil ich eine Frau suchte, durch die ich dem Frauenseminar etwas Land bereiten konnte, dass sie denken lernen. Das wollte ich ihnen vermitteln. Ich wollte ihnen sozusagen heimlich Marx vermitteln, marxistisches Denken. Und dafür suchte ich eine, dachte ich dann irgendwann, versuch es weiter, lies, vielleicht findest du einen Text bei Luxemburg. Dann sah ich den Film von der Margarete von Trotter, ein sehr, sehr bewegender Film und gleichzeitig einer, der theoretisch ein Stummfilm hätte sein können. Es kommt nicht ein einziger ihrer Gedanken daraus. Alle sind plötzlich Luxemburgianer darin, weinen und kommen verheult aus dem Kino. Aber was war denn eigentlich das, was sie wollte, und warum machte auch Margarete diesen Film? Für was denn eigentlich? Da musste ich das nachholen. Ich musste das
versuchen, über den Widerspruch sagen, das kann nicht sein, dass da gar nichts drin ist und nicht zu finden ist. Und dann habe ich sie ernsthaft angefangen zu studieren und ich habe mich sehr geschämt, wie ich über sie gedacht habe und wie ich das auch weitergegeben habe. Eine Erfahrung, die ich übrigens nochmal gemacht habe. Es gab dann dieses eine Bild, was ganz gut war, wo sie mit Clara Zetkin eingehakt durch die Straßen geht. Das ist ganz gut. Ihr dann habe ich weitergegeben. Die Frauenpolitik übergab sie ihrer Genossin Clara Zetkin. Dadurch war die auch für mich gerichtet und ich wollte das niemals lesen, was die gemacht hat. Und dann bekam ich den Zetkin-Preis. Clara Zetkin-Preis. Das fand ich einerseits richtig, der für Verdienste in Frauenpolitik und Denken und Frauenbefreiung und so weiter. Das fand ich einerseits richtig, aber andererseits, da fand ich, ich musste den ablehnen, weil ich doch über Clara Zetkin ebenso dachte, sie hat theoretisch nichts geleistet, sondern wir haben eben keine Frauen an der Stelle. Und dann lockte mich das aber doch, das auszuprobieren, ob das wirklich stimmt, nachdem es bei Luxemburg schon gar nicht gestimmt hat. Ich habe angefangen, Clara Zetkin zu lesen und es ist ganz dasselbe Erlebnis, dieselbe Erfahrung. Sie hat unglaublich gute, revolutionäre, realpolitische Vorstellungen und Gedanken und ich war in dieser Zeit nicht mehr an der Universität und habe nicht mehr Frauenseminare gemacht, aber schon kriegte ich Lust, ein Zetkin-Seminar zu machen. Benutzt du es manchmal fürs Denken, dass du denkst, wie würde Luxemburg das, oder ist das jetzt ein bisschen schematisch von mir sich vorgestellt? Oder wenn es gerade, oder um es noch konkreter zu machen, wenn Dinge gerade wieder realpolitisch so gar nicht vorangehen, tröstet dich Rosa Luxemburg im Sinne von, ich bin nicht die Einzige, die sich darüber ärgert, oder diese Spannung zwischen dem großen Ziel, was man doch hat, und den kleinen Schritten, die man gehen muss, wenn die so unaushaltbar wird, findest du dabei Rosa Luxemburg was, wo du denkst, ja, die hat es auch ausgehalten? Ganz viel. Nämlich, sie denkt auf eine Weise spontan marxistisch, als wäre der Marx in ihr. Er ist also nicht so weit weg wie für uns, wenn wir die marxischen Theorien lesen. Die gehen einem nicht unmittelbar unter die Haut und man lernt sehr viel dabei, aber man merkt, dass man lernt und so weiter. Während bei Luxemburg ist es direkt, sie spürt praktisch in jedem, was geschieht, das marxische Herangehen auf, nicht als ein ihr Fremdes, sondern als ihr eigenes. Und das finde ich so ungeheuer bewegend, weil als wäre er in ihr. Und für mich ist es ein beständiger Motor, dass ich nicht denke, wie würde Rosa Luxemburg das denken, sondern ich habe dadurch gelernt, ungeheuer selbstkritisch mit meinen ersten Vorstellungen und Gedanken umzugehen, sicher zu sein, dass ich den Common Sense in mir habe und dass ich mich irre und dass ich ein zweites Mal hingucken muss und dass ich es studieren muss und es ist mühsam. Aber sie hat es gemacht und ich muss es machen in jedem Punkt. Und das bewahrheitet sich immer spontan, bin ich nicht auf einer durchdachten, sorgfältigen, weiterführenden auf einem weiterführenden Weg, sondern ich muss das mühsam erarbeiten und sie zwingt mich dazu, sodass ich sie auch wiederum mehr vorkomme, als hätte ich Rosa Luxemburg in mir und die sage jetzt, sei heiter, geh daran. Es ist ein neuer Auftrag, du musst ihn jetzt annehmen und musst die Führung übernehmen, so wie bei Brecht, der auch übrigens ein Luxemburg-Anhänger war, oder Peter Weiß, ja, von dem die Linie Gramsci-Luxemburg ist. Und ich nehme für unser Wörterbuch auch immer solche Stichworte, wie zum Beispiel die Linie Gramsci-Luxemburg. Das musste ich lange erkämpfen, weil niemand wollte das so sehen. Aber ich habe darauf bestanden und es zu gezwungen, dass ich gehe in Ketten, ehe das nicht durch ist. Denn genau so ist es. Und ja, das ist ja schön, das führt einen weiter. Man kann es auch merken, wie die
wie die Fesseln, die sich um das Denken legen, wenn man im Alltag steckt, wenn man die Zeitung liest, wenn man das liest, was man gelernt hat an der Universität, nochmal sich überlegt und so, dass man da durch muss und dass man das kann. Das, diesen Mut, finde ich, lernte ich durch Rosa Luxemburg. Manchmal könnte ich mich hochnäsig verwechseln und sagen, jetzt sprich, denk an Rosa Luxemburg in dir und jetzt geh dran, mach es.